Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dungeon Keeper 2. Wir machen heute nur eine Mission und zwar die mit den schwarzen Rittern, denn heute habe ich nicht extrem so besorgt wegen eurer ständigen Siege. Viel Zeit. Er hat daher die drei Prinzen des Königreiches ausgesandt, um den Widerstand gegen euch zu mobilisieren. Aber ich bin sicher, sie werden letztendlich scheitern, da heillose Furcht die Bevölkerung im Zaum halten wird. Ja, wenn ich mir das genau anschaue, doch diese Mission, die, ich glaube, das ist eine. Und zum Schluss kommt, glaube ich, die auch noch. Das ist dann die letzte. Und dann haben wir es schon. Welche waren jetzt die ich wollte? Die Invasion hat ja, noch nicht das begonnen. Ist die. Nein, die Invasion hat nicht begonnen, will ich gar nicht. Ich will die andere, die schon zurückgeschlagen wurde. Die hier. Zu spät, Keeper. Die Invasion wurde schon im Keim erstickt. Und diejenigen, die sich auf den Thron setzen wollten, sitzen nun im Kerker. Nein. Wenn ihr sie allerdings von ihren Ketten befreien würdet, bin ich sicher, dass sie euch helfen würden, ihren und euren Feind zu vernichten. Okay, dann machen wir das doch. Wir sehen uns gleich in-game, also bis gleich. Was muss ich drücken? Ach ja. In diesem Reich haben die Guten einen Feldzug des Bösen niedergeschlagen und dessen Anführer werden nun gefangen gehalten. Wenn ihr die Abtrünnigen befreien könnt, werden sie euch so dankbar sein, dass sie ihren Kampf fortsetzen. Was das? Endlich Nein. merkt der schwarze Ritter, dass Ehre, Gerechtigkeit und Frömmigkeit nur hohle Phrasen sind. Er wechselt auf die dunkle Seite, was ihm reichlich Gelegenheit zum Plündern und Morden verschafft. Und jetzt sehen wir nochmal die zwei, die sich hier kloppen müssen und einer von beiden wird draufgehen. Eigentlich müsste der Sechser draufgehen, wie immer, weil er schwächer ist. Dumm. Jetzt ist er tot. Moment. Und... Arena. Okay, jetzt ist er tot. So, ich habe letztes Mal irgendwas erwähnt von wegen, hier muss es irgendwo ein Portal geben, weil sonst ergibt das keinen Sinn. Nein, es gibt keins. Ich erinnere mich an die Map. Wir brauchen kein Portal. Seht ihr hier? Keine Wachen. Wir können uns hier hingraben und die befreien. Genauso hier und genauso hier. Das Einzige, wo es Wachen gibt, ist hier. Und den hier kann ich auch noch mitnehmen, ohne ein Problem zu haben, wenn ich nicht durch die Wächterfallen renne. Oh, scheiße. Da sind ja überall Wächterfallen. Okay. Ja doch, die Wache hier, die läuft im Gang rum, wie es aussieht. Da, die kloppen wir dann halt einfach. Wir haben ja einen Kerker und können ihn dann zu Skeletten machen, bis dahin. Aber zuerst brauchen wir ein bisschen Gold, ein Schlafsaal und eine Hühnerfarm für den schwarzen Ritter, für die schwarzen Ritter, die ich in mein Team kriegen werde. Einer von denen ist ja jetzt jeden Moment tot. Was brauche ich denn alles für die? Schlafsaal, Hühnerfarm, ein Trainingsraum wäre auch nützlich, weil ich glaube, die sind noch nicht alle Level 4. Und gleich in die Arena werfen wäre ja dumm. Oder wäre nicht dumm, es wäre bloß eben möglicherweise am Anfang noch etwas gefährlich, weil ich nicht weiß, was mich hier alles noch erwartet. Da hinten zum Beispiel. Casino könnte ich machen, Schatzkammer brauche ich im Moment nicht, Werkstatt ist sinnlos, Wachraum vielleicht. Kerker habe ich, Friedhof noch, Arena kriege ich. Ja gut, wir brauchen auf jeden Fall Schlafsaal und Hühnerfarm. Und später noch einen Trainingsraum und ein Casino. Jetzt machen wir uns eher erstmal einen Weg frei. Indem wir dann gleich einen Schlafsaal reinbauen werden. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler bei dem Bauen, das ich hier mache. Der Schlafsaal 5x3 müsste groß genug sein für die paar Ritter. Wobei ich auch hier 5x4 machen könnte, dann hätte ich auf jeden Fall genug Platz. Aha, hier hat es einen tollen magischen Gegenstand. Jetzt auf jeden Fall auch nochmal Gold, da könnte ich dann vielleicht noch einen Raum bauen. Nee, der wird viel zu klein. Und für die Hühnerfarm machen wir, glaube ich, 5x4. Ah, ebenfalls. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Und den Rest überlege ich mir später. Jetzt schaue ich erstmal zu, dass ich hier rüberkomme. Und die so schnell wie möglich befreie. Wichtig ist auf jeden Fall Mana, würde ich sagen, weil sonst könnte es ja sein, dass mir die schwarzen Ritter abkratzen. Halt, Moment. Kann ich neu starten, ohne dass es abstürzt? Das wäre gut. In diesem Reich muss ich das jetzt nochmal anschauen. Einen Feldzug des Na gut, könnt's ja dann überspringen. Anführer werden nun gefangen gehalten. Ja, das weiß ich Wenn schon. Wenn ihr die Abtrünnigen befreien könnt, werden sie euch so dankbar sein, dass sie ihren Kampf fortsetzen. Ja, das hast du schon mal erzählt. Endlich merkt der schwarze Ritter, dass Ehre, Gerechtigkeit und Frömmigkeit nur hohle Phrasen sind. Er wechselt auf die dunkle Seite, was ihm reichlich Gelegenheit zum Plündern und Morden verschafft. Klar weiß ich, dass ich das wegdrücken kann, aber ich mach's nicht, weil da ja was passiert währenddessen und... Ja, in der Zwischenzeit machen ja meine Imps hier die Wände und die kloppen sich und alles... Keine Ahnung, ich mach's einfach nicht weg. Punkt. So, ich werde mich jetzt so schnell wie möglich hier durchgraben, anstatt hier
noch Räume zu bauen, denn das Wichtigste ist jetzt im Moment erstmal, dass ich die schwarzen Ritter befreie, bevor sie mir abkratzen. Die drei hier befreien? Ah, das sind zwei, okay. Den da befreie ich wohl erst später. Wobei, wenn ich Glück habe, nein. Okay. Drei von euch graben sich hier durch und einer erobert Böden, das ist gut. Ob ich mich hier durchgraben soll, weiß ich nicht, ob das so klug wäre. Weil ich weiß nicht genau, wo ich da lang soll. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. So, dann habe ich jetzt den auch schon mal befreit. Dann fehlen noch die drei. Der hier dürfte kein großes Problem sein. Der stirbt da drin ja nicht ab, so wie die anderen. Und da muss ich vor... Fuck! Oh, Doppelfuck. Okay, die laufen hier Patrouille, die kommen auch in diesen Raum rein. Das heißt, ich sollte dann nur rein, wenn diese Penner hier gerade nicht rumrennen. Vorher sollte ich da nicht hin. Jetzt auf jeden Fall nochmal Gold. Da hinten hat es ja auch noch eine Menge Gold, die ich noch nicht geholt habe. Ich muss warten, bis die Wächter hier weg sind. Solange graben die sich schon mal durch zu dem hier. Ich mach's besser auch noch nicht auf, vorsichtshalber. Ich hoffe nur, dass der jetzt hier nicht die Wand verstärkt, sonst dauert es nachher noch länger. Und jetzt hoffe ich, dass die hier mal da rausgehen, damit ich diesen Kerker erobern kann und die drei schwarzen Ritter hier befreie. Die drei hier muss ich auch befreien, aber da sind vier dauerhafte Wächter drin. Das ist ziemlich scheiße. Gut, der macht die Wand nicht. Der will Land erobern. Ich schicke ihn mal gleich hin, dass er es machen kann. Ich hoffe, er erobert jetzt nicht die Wand. Sehr gut. Okay. Scheint so, als könnte ich hier durch. Da kommt wohl kein Wächter rüber. Die patrouillieren nur von diesen beiden Kerkern. Ja, so, jawohl, jetzt kann ich den hier auch befreien. Gut. Moment. Zwei von euch. Nein, drei. Komm her. Kommst du wohl her? Ey! Fuck! So. Okay, hier. Ganz schnell. Das war jetzt zwar schon viel zu langsam, aber... So, und jetzt schnell Land erobern. Ich brauche diesen Kerker und zwar sofort. Und in der Zwischenzeit schicke ich... Nein, das ist sinnlos. Ja, bring du mal Gold weg, wie du willst. Bringst du mal Gold weg. Keine Wand erobern. Der erobert jetzt schon wieder die Wand. Voll sinnlos. Egal. Die drei schwarzen Ritter sind gleich befreit. Dann kommen bestimmt sofort die Wächter hier angestürmt. Muss ich aufpassen, dass die Imps sich hier nicht rumtreiben und die schwarzen Ritter auch nicht, denn ich will jetzt erstmal so schnell wie möglich befreien. Und oh, oh, oh! Fuck. Das gefällt mir nicht. Nein, 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 nein. Wo ist der andere? Da ist noch irgendwo einer. Wenn der sich nämlich hier rumtreibt, wird er gleich mal von den dummen Wächtern angegriffen und... Ja, das könnte ein Problem geben. Sag mal, wie langsam erobert denn der? Egal, sobald es endlich geschafft hat, kann ich die eigentlich heilen, solange die da drin sind? Nein, ich kann die überhaupt nicht... Ich kann ihnen überhaupt nicht helfen, aber gut, die kratzen auch nicht so schnell ab, hoffe ich. Ihr habt einen gegnerischen Kerker erobert. Ah! Gefangennahme aus. So, schnell. Gefangennahme ein. Hat er jetzt nichts erklärt wegen dem schwarzen Ritter? Okay, auch egal. Ich muss jetzt noch schauen, dass ich hier noch bald einen Schlafsack kriege. Der erobert jetzt, zerstört hier mal diese Tür. Nein, was machen die denn? Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Eure Geschöpfe werden verhungern, wenn ihr ihnen keine Hühnerfarm baut. Ja, ja. Ich brauch... Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Ich habe jetzt hier gerade ganz eilige Scheiße, der schwarze Ritter. Wow, der macht mir Angst. Heilen. So, jetzt könnt ihr euch kloppen. Ich hoffe, der schwarze Ritter gewinnt gegen den komischen Wächter. Aber ich denke schon, dass er das schafft. So, und du eroberst hier noch. Nein, wenn er so weitermacht, schafft er es nicht. Sag mal. Oh fuck. Heb ihn auf! Hui. Erober noch diesen Raum. Ich habe hier echt ein Problem. Ich habe zu wenig Mana. Ah, halt die Klappe! Komm lieber wieder her. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Ja, bei zwei so billigen Wächtern hält es schon eine Weile durch. Der braucht hier noch eine Ewigkeit zum Erobern. Der schwarze Ritter soll die Schnauze halten. Mein Herz des Dungeons wird so leicht nicht zerstört. Erst wenn ich die vier schwarzen Ritter hab, insgesamt vier hab. Heiland, zack. Der dämliche schwarze Ritter soll mal die Fresse halten. Erober jetzt endlich. Wie lange brauchst denn du? Fuck. Und dann kannst du hier gleich das Tor zerstören. Ihr habt einen Gegner. Ja, endlich. Kommt her. So. Und jetzt verteidigt mein Herz. Die werden hier schon nicht abkratzen, oder? Oh Gott, ich habe Angst, dass sie abkratzen. Oh, jetzt geht's ab.
So, den Verletztesten haben wir geheilt. Jetzt schaue ich noch, dass ich hier einen kleinen Schlafsack hinkriege. Nein, das ist jetzt gerade kein so guter. Machen wir es so. Geht hier direkt ein Weg weiter und hier auch. Okay, es wird das Schlaf. Alter, die jagen ihn da in die Lava von meinem Herzen rein. Obwohl, es ist keine Lava. Das laber ich. Wo ist der andere Imp? Egal, ein Imp muss hier mal die Leiche wegschaffen. Ich habe eigentlich nicht ewig Zeit, aber was macht ihr da eigentlich genau? Kloppt ihr ihn jetzt oder läuft er da jetzt ewig im Kreis? Ihr müsst noch die Leiche wegschaffen, bevor die verwest. Und außerdem müssen wir den schwarzen Ritter da retten. Ja. Und die anderen drei auch noch. Okay. Kommt mal her, ihr drei, vier. Wo ist der andere? Da läuft er. So, ihr macht mir jetzt so schnell wie möglich diese Tür kaputt. Und die Imps sollen das dann erobern, damit der Typ hier frei ist. Dann fehlt nur noch der in der Arena und die drei hier, die mir bestimmt langsam auch abkratzen. Schnell ein Imp. So. Wie sieht's hier aus? Jawohl. Bauen wir hier einen kleinen Schlafsack schon mal. Das ist doch schon mal ein Anfang hier. Danach fehlt dir noch die Hühnerfarm. Die bauen wir am besten direkt daneben. Wie wär's denn mit so? Das sieht doch toll aus. Ich baue hier einfach mal improvisiert irgendwie Räume. Weiß nicht mal, wie viele Felder die gerade haben, aber... So. Ups. Eure Geschöpfe werden verhungern, wenn ihr ihnen keine Hühnerfarm baut. Mach ich doch gerade. Fuck, ich hab kein Gold mehr. Wo ist Gold? Hier nicht. Shit. Ihr habt einen gegnerischen Kerker erobert. Jawohl, wieder einer frei. So, wie viel fehlen denn noch? Okay, der hat noch fast volles Leben. Ja, dann haben die anderen auch noch fast volles Leben, hoffe ich. Jetzt erobere ich erstmal schnell hier ein bisschen Gold. Baue ein paar Imps. Das Problem war halt, dass ich vorhin nur einen hatte. Da musste ich mir mein Mana für heilen irgendwie aufsparen. Aber jetzt ist das nicht mehr nötig. So, die machen sich jetzt bequem in meinem schönen neuen Schlafsaal. Wie groß? Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Ich mache das einfach mal so. Und verstärke hier mal alle Wände. Ein Schurke wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Was? Eure Wände sind verstärkt worden. Seit wann seid ihr Schurken? Fail? Die sind unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen haben. Hey, Moment mal, die sitzen im Kerker. Jetzt wird's aber echt strange. Fail-Spiel, fail, einfach nur fail. Ich baue jetzt hier erstmal eine 3x3 Hühnerfarm, bis ich ein bisschen mehr Geld habe. Okay, es ist schon besser. Machen wir hier 4x3. So, langsam bildet sich hier, hoffe ich, Fleisch. Genug Fleisch für meine Männer. Und die, ihr seht ja, dass sie noch ewig viel Leben haben, das ist kein Problem. Oh, jawohl. Meine zwei Wächter hier im Kerker. Hammer. Die werden jetzt zu Skeletten und das heißt, ich habe bald zwei Skelette. Und 9 schwarze Ritter. Aha, da war auch noch ein bisschen Gold, genau. Und hier ist auch noch was. Das nehmen wir doch auch mal mit. Und hier. Da ich da eh lang gegraben habe schon, dann kann ich hier auch schön das erobern. So, 4 Betten, super. Ja, wie wär's? Danke. Ja, das sieht doch alles schon wieder jetzt richtig gut aus. Vorhin war das etwas problematischer. Ich habe schon 5 schwarze Ritter, cool. So, und... Oh, ihr Deppen habt das schon verstärkt. Das ist jetzt doof, egal. Macht das kaputt, bevor ihr es auch noch verstärkt. Und jetzt will ich gefälligst hier... Jawohl. Diese schon hinstürmen, die schwarzen Ritter. Die freuen sich schon voll auf den Kampf. Die kämpfen aber echt ein bisschen komisch. Das sieht aus, als hätten die Dolche oder so. Moment, ich muss ihn heilen. So, schön alles geheilt. Gut, und wenn wir das erobert haben, dann sind die schwarzen Ritter frei. Ein Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Sehr gut. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Was? Ich habe mehr als 16.000 Gold? Naja. Was? Ist hier ein Alarm gewesen? Nein, war nur ein Kampf. Okay, sehr schön. Und jetzt will ich hier gefälligst Imps. Ja, okay. Kümmern sich schon drum. Sehr gut. Und jetzt können wir von zwei Seiten diesen Kerker erobern. Und hier ist ein Skelett, das fröhlich die Wand kaputt, die Tür kaputt macht. Finde ich gut. Es ist Zahltag. So, jetzt rennen sie alle dahin, sammeln hier ihr Gold und dann kann ich das restliche Gold... Alter, wie viel! Das restliche Gold hier auch einsammeln. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht so ein Portal auftaucht oder so, sonst habe ich hier echt Müll erzählt. Und hier, das gefällt mir gerade auch nicht so. Sieht ja aus wie ein Weg.
Sieht er aus wie ein Pfad ins... Hier könnten ja Gegner kommen, meine ich damit. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte oder wie ich das ausdrücken wollte. Nein, die sind verwest. Ich habe kein Dings, Ihr habt einen Friedhof. Gegnerischen Kerker erobert. Okay, scheiße. Schnell noch den da. Ein schwarzer Ritter wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Der da drin? Nein. Ah, okay, der hier. Der direkt zum Schlafplatz gerade läuft. Macht er sich bequem. Die sind nicht mehr lange unglücklich, hoffe ich. Na, schon ist wieder glücklich. So, und das bedeutet hier gleich haben wir 4 Skelette. Ja, 4. Zerstör hier mal noch schön. Obwohl, zerstört erstmal hier. Dann kann man nämlich das hier, diesen Gang noch erobern. Danach können wir auch immer noch die Türen kaputt machen. Und da können wir auch noch zerstören. Ah, der Kerker sieht völlig zerstört aus. Warum sieht er so kaputt aus? Normalerweise, ja, seht ihr hier. Dieser Kerker ist korrekt. Aber dieser ist völlig kaputt. Ach, die können da ja ausdringen, flüchten, wenn der so kaputt ist. Gefangennahme aus. Ah, jetzt sind wir ganz sehr seltsam. Gefangennahme ein. Genau wie der hier. Ich verstehe das gerade nicht ganz. Gefangennahme ein. Naja. Irgendwie waren die Türen offen. Ach so, weil da meine schwarzen Ritter rausgekommen sind und die haben da irgendwie dadurch das kaputt gemacht. Das war sehr seltsamer Zufall. Und noch mehr Gold. Und jetzt bauen wir uns noch einen schönen Trainingsraum und dann noch ein Casino und dann haben wir genug Zeug gebaut. Wo baue ich denn jetzt den... Okay. Ich kann hier noch einen schönen Trainingsraum hinbauen. Nein, Quatsch. Doch, kann ich. Sieht doch sehr gut aus. Es ist eigentlich schon hier. Naja, perfekt. So muss es aussehen. So, dann hier noch ein Gang darüber. Wie hier alles verstärkt wurde und jetzt können sie es wieder kaputt machen. Was ist denn los? Arena. Ich habe eine Arena zumindest gleich. Sind die eigentlich alle schon Level 4? Oh, tatsächlich. Na, dann ist es ja völlig sinnlos, jetzt einen Trainingsraum zu bauen. Obwohl, ich habe Skelette, also baue ich einen. Und was ist mit Casino? Das muss ich auch noch bauen. Ich könnte hier ein Riesen-Casino hinbauen. Genau so. Also riesig ist es jetzt zwar auch nicht, aber es ist ziemlich groß. Ja, perfekt. Ich brauche nur ein bisschen Gold, aber hier liegt ja überall Gold rum. Hier kann ich auch noch einen schönen Raum bauen. Ich kann auch noch einen Wachraum hier hin machen. Achso, den wollte ich jetzt hier hin machen, aber da ist ja jetzt mein Casino. Moment kurz, da überlege ich mir noch schnell, ob ich das wirklich so machen will. Oder ich baue hier einen Wachraum hin. Nein. Da ist verstärkte Wand. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt einen Wachraum brauche. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwas kommen kann. Na, ich warte jetzt noch kurz. Was macht denn ihr zwei? Warum seid ihr so unglücklich? 3. Ja, wahrscheinlich waren sie zu lange im Kerker und jetzt sind sie so da angepisst, weil sie fast abgekratzt sind. Aber egal. Damit werden die schon wieder klarkommen. So, 12.000. Jetzt ist mein Dings. Ey, Moment. Mach's noch ein bisschen größer. Naja, sehr gut. Das ist ein schöner Trainingsraum. Da passen alle meine Geschöpfe hin. Geht schlafen. Ja. Was machen die überhaupt dort? Nein, Moment. Hey. Ihr Skelette, ihr könntet zwar trainieren, ja, aber ich will hier erst noch ein paar Türen zerstört sehen. Dieser eine schwarze Ritter sitzt immer noch da drinnen rum. Ich will aber jetzt erstmal einen gescheiten Dungeon haben, bevor ich den befreie und mich da auf die ganzen Wächterfallen stürze. So, das wäre auf jeden Fall ein groß genuger Trainingsraum. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. So, 4 Skelette. Oder haben wir... Nein, mehr kriegen wir, glaube ich, im Moment nicht. So, wie mache ich das jetzt? Casino könnte ich theoretisch auch hier oben hinbauen und zwar riesiges. Dazu brauche ich nicht mal... Ja. Fuck, wie groß der wäre. Das wäre übelst teuer für ein Casino. Ich meine, Trainingsraum war ja schon teuer. Aber Casino kostet ja 750. Na gut, okay, geht noch. Hab Schlimmeres befürchtet. Moment, ich könnte hier aber echt was anders machen. Und zwar... den nur so klein machen. Das heißt klein. Klein ist es dann auch nicht. Und hier wirklich einen Wachraum hinbauen. So 3x3. Ihr seht gleich, wie ich das meine. Weil der so groß sein könnte. Das wäre auch okay. Ja, ja, perfekt. So mache ich das. Auch wenn ein Wachraum eigentlich gerade gar keinen Sinn hat. Zumindest glaube ich das. Wo sind meine Skelette?
Ich will einfach nur einen coolen Dungeon da draus machen. Und Platz habe ich eigentlich hier hinten auch noch mehr als genug. Alter, hier liegt immer noch so ewig viel Gold rum. Ich könnte mir hier einen Raum hinbauen. Ich könnte viel zu viele Räume bauen. Wenn ich wirklich will. Mehr Imps? Ja, ich habe ewig viel. Und ich kann immer noch Horny rufen, geil. Ich kann ihn jetzt jede Runde rufen, jede Map. Hier hat es auch nochmal Platz für einen Raum, für einen ziemlich langen 3x3 Raum. Nein, sogar 4x4, wenn ich es noch wegmache. Hammer. 4x irgendwas meine ich, nicht 4x4. Was ist los mit mir? Was glaube ich für einen Scheiß? So.